Servus Leute, willkommen zurück zu Project Zero, Maiden of Blackwater. Wir haben das letzte Mal den ersten Faden begonnen, hier mit Ayane. Und ich glaube nicht, dass das allzu lange dauern wird. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Das ist eine Ninjarin. Verdammt. Geh du mal schön weg, Geist. Mal ein bisschen meine Kamera, damit ich den Geist auch besser sehen kann. Ja, ein hübscher Rücken kann auch entzücken, nicht wahr? So, was macht der Geist da hinten? Verschwindet er auch irgendwann komplett, also sprich, er löst sich auf oder so. Also ich gehe mal ein bisschen hinterher, damit ich das Item einsackeln kann. Ein Zettel, den werde ich gleich mal lesen. Zugelassene Notiz. Ein Fetzen Papier liegt auf dem vom Regen durchnässten Boden. Beton. Ja, Boden. Das stimmt auch. Ich kann nicht mehr zu Hause bleiben. Ich bin schuld. Ich sollte mich nicht dort aufhalten. Meine Mutter und Schwester werden verletzt, wenn sie versuchen, nett zu sein. Ich bin schwach und verloren. So schwach, dass ich mich nicht einmal selbst umbringen kann. Ich wünschte, ich könnte einfach verschwinden. Alles klar. Der Geist, wo ist er? Das ist eine ganz, ganz neue Herausforderung, habe ich auch. Oh, da ist er. Habe ich aber schon gesagt. Wir prüfen was. Die Veranda überblickt den ganzen Weiher. Die Mikomori-Brücke führt über den Weiher und endet in der Straße, die den Berg hinunterführt. So. Da ist Gedarai. Er ist aber noch da, ich spüre es. Ah ne, nochmal neu. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Verdammt, mach doch schnell auf. Er kommt. Oh Gott. Ganz schnell weg hier. Oh mein Gott. Bin ich jetzt gelandet? Da war ich doch noch nie. Da etwa doch. Bin ich hier richtig? Zum alten Ausgang, Hikami-Tunnel. Muss ich hier hin? Anscheinend schon, ich gehe mal. Hikami-Tunnel. Es wird gespeichert, perfekt. Das ist ein Auto. Ah, Moment! Den Ort kenne ich doch. Ein verrosteter, verlassener Laster ohne Fenster. Das Innere ist voller toter Blicke. Ich glaube, ich kenne den Ort. Ja, hier war ich doch schon mal. Okay, von da komme ich, glaube ich. Die Frage ist nur, wo muss ich jetzt hin? Genau, ich bin, glaube ich, da entlang gegangen, oder? Ja, da bin ich durchgelatscht überall. Okay. Wo deutest du mich hin? Geradeaus weiter. Alles so voller Nebel. Oh oh. Direkt vor mir. Verdammt. Geh an mir vorbei. Du siehst mich nicht, Geist. Oh, verdammt nochmal. Verdammt nochmal, ja. Tu mir nix. Ich bin schwer bewaffnet. Weg, 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 weg.
Das will ich jetzt nicht überprüfen. Okay, so funktioniert das also. Gut zu wissen, da liegt Kräutermedizin, die will ich haben. Danke. Bin zwar ausgestattet mit allen, aber irgendwie brauche ich es bisher noch nicht. Kann ja auch rennen, irgendwie vergesse ich das. Oh, Heidewitzka. Er hat mich gehört. Was machst du denn da, Mädel? Genau in meiner Richtung. Ich will das nicht überprüfen, lass mich in Ruhe. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Sehr schön. Oh nein, ihr hört mich. Du kriegst mich nicht, Geist. Ah, ist gelb. Ich glaube, ich hau ab. Jetzt den Faden auszupacken wäre blöd. Ich gehe einfach mal geradeaus weiter. Ist dann der Weg eventuell umsonst, falls er falsch ist, aber. Der ist richtig. Es ist. Hey, die tut mir nichts, die geht weg. Das ist schon eine ganz andere Herausforderung als das normale Project Zero. Aber das hier ist an sich auch nicht schlecht, das ist sehr interessant sogar. Das hier ein eigenes Spiel wäre, dann wäre es auch geil. Okay, ich gehe dem Geist langsam hinterher. Ja, dauert etwas, Leute, aber so ist nun mal das Spielprinzip hier. Ich habe hier keine Kammer Obscura, mit dem ich einfach alle Geister platt machen kann. Kommt der Geist zurück? Nicht ernsthaft, oder? Der bleibt stehen. Nee, geht weiter. Ja. Ich könnte angreifen, aber das mache ich nicht. Ich nutze das nur im Notfall. Den Geist langsam hinterhergehen. Der spawnt wahrscheinlich immer wieder neu. Ja, genau. Das zu Mugi? Nein, das kann nicht sein. Wieder zurück? Viele Gefahren führen mich in diese Richtung. Das muss ein Trugbild gewesen sein oder eine Vision aus der Vergangenheit. Der Faden sollte mich direkt hier zu Mugi führen. Ich muss darauf vertrauen. Okay, da ich nicht genau weiß, wann jetzt so ein Geist kommt, werde ich mal nicht rennen. Ich könnte zwar einen. Ist weg hier. Er sieht mich noch. Oh Gott. Und der hat mich jetzt natürlich gehört. Rennen, rennen! Kriegst mich nicht. Okay.
Okay. Na, da ist noch einer. Was war das gerade? Ich will da durch. Da ist ja auch einer, genau. Ist ein netter Freund hier. Ein Festmahl für Juri und ihre Freunde. Ich würde jetzt gerne den Faden einsetzen, um zu wissen, wo ich hin muss, aber ich traue mich nicht. Nicht, wenn der Typ da in der Nähe ist. Ich muss mich mal umsetzen, nicht, dass ich mir... Weil sonst schmerzt das Bein zu sehr. Führt mich wieder zurück. Komischer Faden. Ist doch nirgendwo was. Doch da könnte ich eventuell... Nee, nicht ernsthaft, oder? Ich muss da rein. Na gut, versuchen wir's. Das wird unser Freund. Oh nee. Weißt du was, Kumpel? Jetzt rennen, rennen, rennen. Gut, alles klar, den bin ich los. Da ins Gitter muss ich rein. Irgendwo rein. Ja, geht jetzt nicht anders. Ich muss noch weiter. Oh, verdammt, sie hat mich gesehen. Rennen. Ne, sie hat mich nicht gesehen. Sie sucht nur nach mir. Nicht in diese Richtung. Wo führt er mich denn sonst hin? Was ist denn das für ein komischer Faden? Dahin führt er mich. Der Zaun wurde errichtet, um die Erde und das Gestein zurückzuhalten. Hinter dem Zaun scheint ein offener Bereich zu sein. Ah, ich kann hier einfach so reingehen. Oh Mann, das war wieder total wulfisch von mir. Egal. Egal, ist blind. Oh ne, die Höhle. Ah ja, ne, hier in der Höhle rumzurennen, das ist ja wohl ein Scherz. Vor allem mit dir, Spacko. Rennen! Ja, das will ich aufheben. Verschwendet zur Zeit, aber hey. Tintenfläschchen. Ein Fläschchen voller Tinte, das für dunkle Künste eingesetzt wird. Die Magie bringt den Anwender dem Tod näher. Ja, toll, das wurde mir jetzt schon mehrfach gesagt, aber... Oh Gott. Ich weiß nicht, inwie... Oh Gott! Einfach rein, einfach rein. Oh Mann, tausend Geister. Unergründlicher Wald. Bin zwar jetzt durchgerannt, was zwar, glaube ich, nicht so das Gelbe vom Ei war, aber. Ich verstehe nicht, was dieses Tintenfläschchen zu tun hat. So sollte ich das mal einsetzen, wenn ein Geist vor mir ist. Ja, ein schöner Rücken kann auch entzücken.
rechts lang. So, jetzt bin ich hier wieder. Bin ich ja 100.000 Mal herumgerannt mit allen anderen Personen. Weg. So, jetzt kann ich es mal testen. Nicht das. Was macht ein Tintenfläschchen? Keine Ahnung, was ein Tintenfläschchen macht. So, vielleicht jetzt mal. Nee, ich habe keine Ahnung. Oh, nee. Nicht im Ernst, 100.000 von euch. Ich renne. Keine Ahnung, wohin ich muss. Ich renne mal dahin. Ja, rein in den Schrein der Puppen. Der war da rechts, glaube ich. Der Geist sieht stark aus. Ein Geist, der nach Blut riecht? Es muss sich dabei um das Blut eines Opfers handeln. Dieser Geist war bestimmt einmal selbst ein Mensch. Ich bezweifle, dass er jetzt noch einen Funken Menschlichkeit in sich trägt. Ich sorge bisher dafür, dass er mich nicht bemerkt. Nee, nicht ernsthaft, oder? Hau ab, Mädel. Störst mich gerade ein bisschen. Ja, danke, das weiß ich. Oh, ich bin das Geistermädchen. Danke, das weiß ich. Ich musste nur darauf warten, bis Fräulein Geist hier aus dem Weg geht. Nee, und da ist ja noch der andere. Solange ich mich nicht bewege, ist alles in Ordnung da. Ja, das sieht ganz schlimm aus. Ich schleiche mich vorbei. Ihr wisst nicht, dass ich da bin. Zwar nicht sehr ninjahaft, dass ich hier manchmal in den Tag lege, aber besser als gar nichts. Okay, ich scheine hier richtig zu sein. Warum du auch hier zum Schrein der Puppen? Jeder will zum Schrein der Puppen, wollte mich verarschen. Okay, rechts lang. Weiß nicht, ob es hier auch jetzt Geister gibt. Wahrscheinlich schon. Ich musste mit meiner Taschenlampe blenden. Weil es ja so schlimm ist für Geister. Naja, wer weiß, vielleicht ist es ja schlimm für sie. So. Frage ist, wo muss ich hin? Wo zeigst du denn hin, bitte? Komischen Weg schlägst du einen Faden. Da rechts. Da. Ist ja nichts. Oh, dieser Puppenkopf schon wieder. Will der Faden mich hinlotsen? Etwa nach hinten? Gut sein. Das werde ich jetzt mal machen. Ich weiß nur nicht, ob hier auch Geister herumwuseln. Deswegen schleiche ich mal lieber die ganze Zeit. So, ich vorne liegt was. Okay, dann bin ich hier richtig. Ich wollte gerade schon wieder einen Faden einsetzen, aber wenn hier ein Item liegt, bin ich hier garantiert richtig. Okay. So, weiter. Schrein der Vergänglichkeit. Den kenne ich doch noch irgendwo her. Pfad der Vergänglichkeit. Führt mich nach oben. Nicht komplett. Ich glaube, ich renne durch. Nein, kannst mir gar nichts. Ihr könnt mir auch alle nichts.
Seitdem lasse ich es liegen. Aber so ninjahaft, ich renne einfach mal durch. Was für ein guter Ninja ich doch bin. So. Liegt ein Zettel, den will ich haben. Uiuiui. Ist irgendwo was. Da. Oh nein, eine Priesterin. Tsumugi, sie ist im Innern. Es hat auch eine Vision. Ist das Schattensiegel dafür verantwortlich? Dem Tod nahe, muss Tsumugi hier irgendwo gefangen sein. Das könnte man auch über mich sagen. Toll, ich konnte nicht mal einen Zettel lesen. Ayane setzte einen Zauber ein, der sie dem Tod näher brachte. Von der Finsternis folgte sie einem violetten Faden, der sie zu Tsumugi verband. Der sie mit Tsumugi verband. Der Faden führte sie zum Schrein der Vergänglichkeit auf dem Gipfel des Hikami-Bergs. Oh. Dritter Faden. Okay, das werden wir uns beim nächsten Mal ansehen. Finde Tsumugi. Ja, immer noch. Keine Ahnung, wie viele Fäden da jetzt noch kommen. Naja, das werden wir uns beim nächsten Mal ansehen. Das war Project Zero Maiden of Blackwater. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.